Jo Leute, und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Return to Castle Wolfenstein. Wir haben hier den Damm infiltriert. Soweit alle Wachen ausgeschaltet erstmal. Mal sehen, was uns hier noch so erwartet. Ich stürme einfach mal vor. Wie ich da unten reinkomme, ich habe immer noch keine Ahnung. Vielleicht ja hier rüber. Okay, die sind hier wieder ordentlich am Mucke hören. Die ballern wieder, die Jungs. Kein Funk mehr für euch. Warte mal, kam die Musik aus dem Funkgerät? Wer ballert denn da auf der anderen Seite so laut Musik, dass man die bis hierhin hört? Hallo. Okay, das muss ich mir gleich genauer anschauen. Erstmal gucken, was haben wir hier? Ach so, ist wieder die gleiche Nachricht. Da habe ich noch ein Funkgerät übersehen. Okay, ab in den Schacht, würde ich sagen. Halt, stopp, hier war noch ein Helm. Den würde ich gerne noch mitnehmen. Schön die Rüstung ballern. Okay, wo führt das Ding hin? Ich benutze mal die Stan. Bisschen schallgedämpft unterwegs sein. Okay, wo bin ich denn hier gelandet? Na, irgendjemand schleicht hier noch um die Ecke. Er hat es gar nicht gemerkt, dass ich ihm die Rübe geschossen habe. Da sind einfach schon gar keine Nerven mehr vorhanden. Okay, hier kann ich nichts von mitnehmen. Ich bin komplett bedient. Shit. Wieder so ein Flieger-Dude. So ein Fallschirmjäger. Der andere. Okay, alles schön und gut. Da hinten war aber noch ein Gang. Den muss ich jetzt erstmal noch abchecken. Wer weiß, was da noch alles so wartet. Ich habe immer noch Hoffnung, dass ich vielleicht noch den Eingang finde zu diesem geheimen Bereich. Auch wenn ich nicht so ganz glauben kann, dass das hier richtig ist, weil da mussten wir ja von unten irgendwie ran. Oh, ich komme jetzt auch gar nicht mehr in den Lüftungsschacht, oder? Na, vielleicht da unten rüber? Okay, Erste-Hilfe-Sets, die hebe ich mir mal noch auf. Ah, guck mal, hier komme ich wieder zum Damm. Okay, nee, hier ist aber nichts weiter. Ich werde den Weg da rein niemals finden. Vielleicht hier? Nee, hier kam ich gerade her. Ich bin überfragt, Leute. Ich bin überfragt, wie ich da reinkommen soll. Ich muss ja irgendwo wieder eine Kleinigkeit übersehen haben. Vielleicht irgendeinen Lüftungsschacht oder so? So ganz unscheinbar? Ich weiß es wirklich nicht. Ist hier unten noch irgendwas? Nö. Na gut, dann gehen wir weiter. Pfeif drauf. Ist hier noch irgendwas? Nö, gar nichts. Noch ein bisschen die gute deutsche Wurst, die gute deutsche Salami. Auf die Luke. Okay, das ging wirklich ganz schön fix gerade. Paderborn, 2 Kilometer. Okidoki.
Ja, das Versteck habe ich jetzt nicht gefunden. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo da der Eingang war. Also, wenn ihr eine Idee habt, wo er war, haltet euch nicht zurück. Informiert mich gerne. Ich habe wirklich keine Ahnung. Na gut, ab ins nächste Level. Let's go. Okay, Teil 2, Paderborn. Das ist neu, ne, oder? Ja, das ist, glaube ich, ein neues Briefing. Okay, in Paderborn versammelt sich momentan die gesamte Elite der paranormalen Division der SS. Wie wir aus den erst kürzlich dekodierten Übertragungen erfahren haben, wird Mariana Blavatsky ein Ritual namens die Salbung der dunklen Ritter vollziehen. Die Zeremonie soll irgendwo in der Nähe von Schloss Langenfeld stattfinden. Die Aufklärung des Widerstands berichtet, dass der einzig mögliche Weg dorthin durch die Stadt führt, da dies der am wenigsten bewachte Zugang ist. Dennoch existiert ein Alarm in der Stadt nahe des Schlosses. Wenn er ausgelöst wird, besteht keinerlei Chance mehr, Zugang zu erlangen. Sie müssen daher unbedingt durch die Stadt gelangen. Unbemerkt. Aufgrund der Salbungszeremonie im Schloss sind 5 wichtige Bediensteten der paranormalen Division der SS in der Stadt untergebracht. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, der Gegenseite einen Genickbruch zu verpassen. Sie müssen die Bediensteten eliminieren, bevor sie die eigentliche Mission fortsetzen. Alles klar, unsere Ziele. Eliminieren Sie 5 wichtige Bedienstete der paranormalen Division der SS. Der Alarm darf nicht ausgelöst werden. Betreten Sie das Schloss Langenfeld. Alles klar, also machen wir so ein bisschen einen auf Attentäter. Soll mir recht sein. Ich werde erstmal speichern. Vor allem auch einmal hier. So. Wunderbar. Okay, also schön unbemerkt. Weil ich das ja bis jetzt auch immer so gut hingekriegt habe. Da oben ist schon die erste Wache. Ich höre aber, glaube ich, auch schon eine zweite weiter rechts. Das Ding ist, wir haben halt auch nicht so viele schallgedämpfte Waffen, ne? Dann fressen die auch immer so viele Kugeln, ne? Und ich schieß schon auf den Kopf. Okay, wo ist der andere? Ist der da drin? Okay, die guten Stahlhelme hier im Schrank versteckt. Aber waren das jetzt schon die Offiziere? Ich glaube nicht, ne? Eliminieren Sie Major Hochstädt, eliminieren Sie General von Stange, eliminieren Sie Oberst Drache, General Buchmann, General Hauptmann. Okay, General Hauptmann, Junge, perfekter Name. Der war einfach vorprogrammiert. Seine ganze Karriere stand einfach schon fest. Der Alarm darf nicht ausgelöst werden. Okay, alles klar, hier sind sie, die Guten. Komm schon, Täubchen. Es dauert doch nicht die ganze Nacht, sich anzuziehen. Ich beeile mich. Oh, zu diesem Glück kommst du aber nicht mehr, mein Freund. Da verschwende ich nicht meine Kugel. Da verschwende ich nicht meine Kugel an dich. So, wer war das? Hochstädt. Oh, schönen Drink genehmige ich mir. Vielen Dank fürs Einschenken. Nein, nein. Hallo, junge Lady. Sie wissen aber schon, mit wem Sie sich hier abgeben, ja? Junge, die gehört doch auch zu dieser SS-Truppe. Die gehört doch zu Helgas Spezialtruppe. Ich erkenne das doch. Ich erkenne doch die Kleidung. Die Stiefel, die würde ich überall erkennen. Naja, hast du ein Schwein? Hast du ein Schwein, junge Lady? Was hast du hier versteckt, hä? Ein Wertgegenstand? Ich habe nicht mal gesehen, was ich aufgesammelt habe. Wolltest du mir nicht geben, ne? Wolltest du mir einfach nicht geben? Schlampe. Habt ihr nicht gehört? Okay, weiter im Text. Wo komme ich lang? Hier drüben, ne? Ja, hier geht's weiter. Erstmal speichern. Man weiß ja nie, was noch passiert. Thank you.
Hallo? Geheimer Nazi-Schatzkeller? Oder was? Oh, guck mal! Judengold! Das gute Judengold! Diese alchemistische Kombination sollte wirken. Was geht denn hier ab? Nein, das war es auch nicht. Wer bist du und was tust du da? Ja, diese alchemistische Kombination sollte wirken. Junge, geht's hier schon wieder los? Machen die jetzt hier irgendwelche Hexenspielchen oder was? Verrückt, diese Nazis. Einfach nur verrückt. Dr. Merkwürdig. Ja, du bist definitiv merkwürdig. Ich bin mit meiner Weisheit wirklich am Ende. Mein Aussehen wurde noch viel schneller entstellt, als sie vorhergesagt hatten. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich traue mich nicht einmal mehr, bei Tageslicht vor die Tür zu treten. Bitte rufen Sie mich sofort an, wenn Sie wieder da sind. Ilsa. Ja, was bist du für ein Typ, Alter? Sehe ich da etwa ein Bier? Ah, nur ein leerer Bierkrug. Niemand gönnt mir das Bier. So, hast du hier noch irgendwas versteckt, Junge? Nein? Zu schade. Der muss weg. Den kann ich da so nicht stehen lassen. Was ist das für ein komischer Sound? Komm ich überall nicht rein? Was ist hier los? Oh. Scheiße. Oh. Das war ein leckerer Sauerbraten. Hoppla. Entschuldigung, habt ihr nicht gesehen, ist nie passiert. Ja, ganz ehrlich, was kriegt ihr ja auch bei einem Haufen Nazis rum? Ja, selber schuld. Was hat sie denn erwartet? Was dachte sie denn, was geschehen wird? Schön ruhig bleiben. Das war ein leckerer. Kein Sound. Kein Ton. Nicht schlecht. Aber meine Mutter macht ihn besser. Hast du rausgefunden, was drüben auf der Burg vorgefallen ist? Die Offiziere haben kein Wort darüber verloren. Ja, führt euer Gespräch ruhig weiter. Nein? Na schön, dann eben nicht. Wenn ihr mir keine Informationen mehr geben wollt, dann müsst ihr eben gehen. Na, war das eins meiner Ziele? Ja, das war General von Stange. Schluss mit der Mucke. An General von Stange von SS-Oberführer Balwatzki. Lieber General, ich war äußerst erfreut, als ich erfuhr, dass Sie einer der Auserwählten sind. Ich könnte mir niemanden anderen vorstellen, der diese Ehre mehr verdienen würde. Andererseits bin ich jedoch entsetzt, dass General Buchmann ebenfalls zum elitären Kreis gehört. Ich weiß, Sie schätzen ihn sehr, doch ich verachte ihn und seine unglaubliche Arroganz. Dennoch werde ich es akzeptieren, da er zweifelsohne das nötige Talent hat, die Zeremonie von der metaphysischen Seite her zu begleiten. Zumindest weiß ich nun, dass ich mich auf die Hilfe eines Freundes verlassen kann. Mariana. Okay, hier komme ich nicht durch, oder? Nee. Keine Chance. So, Lady, denken Sie dran. Wenn Sie mich verraten, komme ich zurück. Und dann kommen Sie nicht so ungeschoren davon. Erstmal speichern. Alarm! Was? Hat die Leiche gerade noch Alarm gerufen? Also glaubst du es?
Gut, vielleicht war es auch der Dude. Wer war das? Oberst Drache. Hä? Wer hat denn jetzt hier den Alarm ausgelöst? Also, was soll denn das? Ich fühle mich verarscht. Ich finde das nicht okay. Boah, das Sneaken ist aber auch ein bisschen ekelhaft, ne? Dadurch, dass er so komisches Headbobbing hat. Wer löst denn hier den Alarm aus? Welcher Bastard macht das? Ist Kerle. War da hinten nicht noch einer? Na klar, ich wusste es doch. Wieso? Wieso denn? Wieso? Was ist denn passiert? Ich verstehe es nicht. Ist das jetzt wegen dem da hinten oder was? Darf ich den einfach nicht töten? Na gut, von mir aus. Aber der sieht mich doch, oder nicht? Vielleicht doch nicht. Liegen bleiben. Was haben wir hier? Ein paar Granaten. Ah, von hier hätte ich ihn auch erledigen können, okay. Gut zu wissen. Ist hier eine Spitzhacke? Okay. Speichern. Nicht, dass hier noch irgendwas Dummes passiert jetzt. Ein Eindringling! Hier ist abgeschlossen, scheiße. Ja, irgendjemand bemerkt da ständig, wenn ich den töte. Irgendjemand da drüben kriegt das ständig mit. Okay, ich muss warten, bis er weg ist. Ansonsten wird das nichts. Okay, er guckt nicht. Und weg. Sehen Sie sich diesen Mond an, Schneider. Wo ist mein 38er Latour? Ich habe doch vor 20 Minuten jemanden zum Weinkeller geschickt. Entschuldigung, Herr General. Ich werde mich sofort darum kümmern. Na dann mal los, Schneider. Kommt er jetzt hier raus? Er kommt doch jetzt bestimmt hier raus, oder? Ich höre den doch, der kommt doch jetzt. Oder? Irgendwie nicht. Okay, ich gehe mal nach unten. Über den Weinkeller. 38er Latour. 38er Latour. Es gibt den Wein hier unten nicht. Oh, ich dachte, die saufen sich hier zu, aber sie sind einfach nur zu inkompetent, den richtigen Wein zu finden. Tja, Werner. Hättest du mal Wein studiert. Was ist das denn, Alter? War das ein kläglicher Versuch zu singen, oder was? Speichern. Ging gerade irgendwie nicht. Was zum Geier?
Besoffene Nazis, ich sag's ja. Die ja, saufen sich hierzu. Kommen Sie rein und wärmen Sie sich auf. Scheiße, hat den Schuss jemand gehört? Also der zumindest schon mal nicht. Von wo kommt das? Nein! Scheiße! Nicht Alarm schlagen, bitte! Das war eine nette Vorstellung, was, Karl? Wenn etwas davon wahr ist. Bezweifelst du? Oh Gott, das hat funktioniert. Du weißt doch, was Blavatsky. Hier war der Alarm, ey, das war so knapp. Nein, wer lebt noch? Nein! Scheiße. Fuck! Oh Mann! Es hätte fast geklappt. Wenn ich nur mehr Munition gehabt hätte. Okay, das kriegen wir hin. Na, kommen Sie rein und wärmen Sie sich auf. Wo sind die Typen? Hier sind die ja offensichtlich nicht. Sind die im Nebenraum oder was? Da hier musst du so aufpassen. Okay, das war Nummer 1. Jetzt noch der da drüben. Aber da sehe ich nicht, ob der beobachtet wird. Das ist auch scheiße. Hier waren ja nur die beiden, ne? Speichern. Ach nee, hier sind die gar nicht. Hier ist der Säufer. Okay, ich habe das Ding jetzt im Inventar. Okay. Ja, wenigstens hat der Gesang mal ein Ende. Ah, bist du das, Billy? Nein. Oh, hallo. Was haben wir denn da Schönes, Mr. Hauptmann. Herr Hauptmann. An General Hauptmann von SS-Oberführer Wilhelm Strasse. Es tut mir sehr leid, mein guter Freund, aber ich bleibe bei meiner Entscheidung, nicht an der Zeremonie teilzunehmen. Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund der jüngsten katastrophalen Ereignisse. Du weißt, dass wir von vornherein anderer Meinung waren, aber was diese Sache betrifft. Man sagte mir, man hätte dich für eine physische Kontrolle der Situation auserkoren. Ich weiß zwar nicht genau, was damit gemeint ist, aber ich bin froh, dass zumindest ein rational denkender Mensch für Ordnung sorgen wird. Mit Grüßen, Wilhelm. Schönen Schluck genehmige ich mir noch. Ah, gucke mal. Ah, was haben wir denn hier, Herr Hauptmann, hä? Schönes Geheimversteck. Ich muss nur den scheiß Stuhl irgendwie wegkriegen. So. Ah, schön Panzerfäuste. Ein bisschen Judengold. Benzin. Okay, stabil. Wird auf jeden Fall hingenommen. Hallo, Ma'am. Bitte tun Sie mir nichts. Ich weiß nichts. Keine Sorge. Ich tue Ihnen nichts. Zumindest solange Sie mich nicht verraten. Ansonsten komme ich wieder. Und dann würden Sie sich wünschen, ich hätte Sie getötet. Okay, wer fehlt noch? Buchmann. Es fehlt nur noch Buchmann. Thank you.
Ruhe. Ja, das war Buchmann. Adi ist natürlich auch dabei. Weg mit dem. Was haben wir hier? An General Buchmann von Reichsführer SS Heinrich Himmler. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Beförderung zum metaphysischen Kontrolleur. Dies ist eine große Ehre, aber ohne Frage auch eine große Verantwortung. Nur Sie und Ihre direkten Kollegen können mit der richtigen Kontrolle unseren Erfolg sicherstellen und das Chaos verhindern. Bitte seien Sie sich dieser Bedeutung stets bewusst. Auch Ihre persönlichen Differenzen sollten Sie nach Möglichkeit beilegen. Mir ist zu Ohren gekommen, wie Sie über Madame Blavatsky denken. Ich möchte jedoch, dass Sie sie trotz aller Vorbehalte als Leiterin der Zeremonie anerkennen. Sie genießt mein vollstes Vertrauen und ich erwarte von Ihnen, dass Sie Ihre Befehle genauso befolgen, wie Sie meine befolgen würden. Heinrich Himmler, Reichsführer SS. Alles klärchen. Damit hätten wir alle hohen Tiere ausgeschaltet hier. Dann gilt es jetzt bloß noch, nach Schloss Langenfeld zu kommen. Spiel nochmal speichern. Das wird eine nette Vorstellung, was, Karl? Wenn etwas davon wahr ist. Bezweifelst du das noch? Du weißt doch, was Blavatsky in Holstein angestellt hat. Was war ja, hier noch? Ich erinnere mich daran, dass sie uns fast alle getötet hätte. Immerhin wäre es ein ruhmreicher Tod geworden. Was soll an einem bedeutungslosen Tod schon ruhmreich sein? Kicken, kriege ich die beide mit dem Scharfschützengewehr ausgeschaltet? Ja. Easy. Gar kein Problem. Ist das hier schon das Ende? Nee, noch nicht ganz. Okay, schön über den Keller. Alles klar. Hier sind noch zwei Verstecke? Nur noch drei Schätze? What the fuck? Okay, ganz schön viel versteckt hier. Hab jetzt nicht alles gefunden, aber ich bin schon zufrieden mit dem, was ich entdeckt habe. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr das Spiel selber spielen wollt. Oder ihr wisst, wo die Schätze noch versteckt waren. Klärt mich gerne auf in den Kommentaren. Und dann würde ich mal sagen, war's das für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Return to Castle Wolfenstein. Bis dahin. Bye, bye.